Heiligenstadt ist ein uraltes Siedlungsgebiet, das bereits seit 5000 Jahren besiedelt ist. Auch die Römer hinterlassen ihre Spuren. 1872 werden im Bereich der Heiligenstädter Straße Pokornigasse, Bauernfeldgasse, Mauerreste gefunden, die einen Wehrturm des Limes in diesem Gebiet belegen. Bei Ausgrabungen in der Nähe der Jakobskirche findet sich ein römischer Friedhof und in der Nähe ein Awarengrab aus dem 6. Jahrhundert. Die Franken beginnen um 900 mit der Besiedelung von Heiligenstadt. Der Ortskern gruppiert sich ursprünglich um den heutigen Pfarrplatz mit der ältesten Kirche dieses Gebietes, der Heiligenstädter Kirche St. Jakob. Die Bewohner sind Bauern, die im Wesentlichen für den Eigenbedarf produzieren. Heiligenstadt ist bis 1892 eine selbstständige Ortsgemeinde. Im Zuge der Stadterweiterung wird Heiligenstadt gemeinsam mit Unterdöbling, Oberdöbling, Grinzing, Nussdorf, Josefsdorf, Siebering und Kahlenberger Dorf zum 19. Wiener Gemeindebezirk zusammengefasst. 1938 werden Neustift am Malte und Salmansdorf im Zuge der Gestaltung von Groß-Wien vom 18. Wiener Gemeindebezirk Währing abgetrennt und dem 19. Bezirk Döbling zugeschlagen. Nach dem Ende der NS-Zeit, als Groß-Wien wieder auf die ehemaligen Grenzen von 1938 zurückgestutzt wird, bleiben Neustift am Walde und Salmansdorf bei Döbling. Der Name Heiligenstadt leitet sich vermutlich davon ab, dass in diesem Gebiet bereits in heidnischer Zeit ein heiliger Ort liegt. Angeblich soll hier der heilige Severin von Noricum im 5. Jahrhundert als Heidenapostel gewirkt haben. Fairerweise muss man sagen, dass die Feststellung, der heilige Severin von Noricum hat hier gelebt, nicht unumstritten ist. Auf die Person des heiligen Severin gehe ich in dem Video Sievering – Historisches Wien etwas ausführlicher ein. Die erste Erwähnung des Ortes bezieht sich allerdings auf den Erzengel Michael. Angeblich steht in Heiligenstadt bereits Ende des 11. Jahrhunderts eine von Markgraf Leopold II. Erbaute Michaelskirche. Um 1120-1125 wird der Ort Apud Sanctum Michaelum, Sankt Michael, ab ca. 1190 Sanctus Locus, Heiliger Ort, später auch Sancta Civitas, Heilige Stadt genannt. Die älteste erhaltene Kirche des Ortes ist jedoch die Jakobskirche, ein einschiffiger romanischer Bau. Die Jakobskirche zählt zu den ältesten Kirchen Wiens und hat sich teilweise noch in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Die Entstehung der Jakobskirche geht ins 5. Jahrhundert zurück. 1952-53 werden bei Ausgrabungen Grundmauern eines nach Nord-Süd orientierten, von 15 Außenpfeilern gestützten rechteckigen Gebäudes entdeckt, das aus dem 2. Jahrhundert stammt und als Speicher gedient haben dürfte. Um 400 entsteht auf diesen Mauern ein Neubau ohne Stützpfeiler, der durch eine Wand in zwei Räume geteilt ist. Im südlichen Raum befinden sich zwei exhumierte frühchristliche Gräber. Die für die Gräber verwendeten Ziegel stammen von der 10. Legion. Die Deutung des größeren der Gräber als ursprüngliches Grab des heiligen Severin, gestorben 482, dessen Beine 488 nach Italien verbracht werden, ist umstritten. Der Bau, der um 400 entsteht, wird im 11. Jahrhundert von einer Ost-West orientierten rechteckigen Kirche überdeckt. Bei Ausgrabungen 1985 findet sich im Pfarrgarten ein weiteres gemauertes leeres Römergrab. Offensichtlich wird beim Bau der romanischen Kirche ein spätrömischer Friedhof berührt. Diese Befunde und die unter der Kirche gefundenen römischen Bauten sprechen dafür, dass sich im Bereich des Pfarrplatzes von Heiligenstadt eine römische Siedlung befunden hat, an der aus topografischen Gründen die Limestraße vorbeiführen musste. Ab dem Jahre 1105 gibt es Berichte über einen hier ausgeübten Severinkult. Dieser Sakralbau bildet den Kern der heutigen Jakobskirche. Aus einer Urkunde des Bischofs Rüdiger von Passau aus dem Jahre 1243 geht hervor,
dass die Kirche in Heiligenstadt vorerst eine Filialkirche von St. Martin in Klosterneuburg ist und 1246 von ihr getrennt wird. 1307 überträgt Bischof Weinhard von Passau dem Stift Klosterneuburg das Recht, die Pfarre Heiligenstadt in Besitz zu nehmen. Seit dieser Zeit sind Augustiner Chorherren Pfarrer der Gemeinde Heiligenstadt. 1180 wird der Berghof als Perchhof See der Heiligenstadt erbaut. Das Gebäude dient dem Stiftkloster Neuburg als Sitz für seinen Bergmeister. Es ist wohl das älteste Profangebäude Wiens. Jahrhundertelang ist die Heiligenstädter Pfarre St. Michael eine bedeutende Pfarre im heutigen Bezirksgebiet. Genannt wird die Kirche, wie erwähnt, erstmals 1243 als Filialkirche des Stiftes Kloster Neuburg. Im 14. Jahrhundert wird sie zur Pfarrkirche erhoben. Zur Pfarre gehören aber nicht nur Heiligenstadt, sondern auch die umliegenden Dörfer Nussdorf, Grinzing, Sievering, Salmansdorf, Neustift am Walde, Oberdöbling und Untertöbling. Da die Gläubigen der umliegenden Gemeinde mitbetreut werden, erhält Heiligenstadt auch eine relativ große Dorfkirche. Nach und nach bekommen aber immer mehr der umliegenden Orte das Pfarrrecht, sodass die Bedeutung Heiligenstadts langsam zurückgeht. Durch die Gründung der Pfarre Sievering verliert Heiligenstadt 1348 große Teile des westlichen Pfarrgebietes, da auch Salmansdorf und Neustift am Walde an die neu gebildete Pfarre fallen. Auch Döbling, das später an die Pfarre in der Währinger Pfarrkirche fällt, wird bald selbstständig. Die benachbarten Orte Nussdorf und Grinzing bleiben hingegen bis zur Pfarrreform Josef II. Bei Heiligenstadt. Heiligenstadt bleibt so wie die anderen ehemaligen selbstständigen Vororte, die am Ende des 19. Jahrhunderts zum 19. Wiener Gemeindebezirk zusammengefasst werden, nicht von den Truppen des Matthias Corvinus 1482, den Türkeneinfällen 1529 und 1683 verschont. Die Verbindung zwischen Pfarrplatz und Grinzinger Straße, im Volksmund Blutgasse genannt, die heutige Nestelbachgasse, erinnert an die vielen 1529 im Zuge der ersten Wiener Türkenbelagerung, hier scheiden sich die Geister, oder doch erst 1683 während der zweiten Türkenbelagerung von den Türken niedergemetzelten Bewohner. Auch die gotische Pfarrkirche wird 1683 durch die Türken zerstört und anschließend wieder instand gesetzt. 1723 wird sie barock umgestaltet. Ende des 19. Jahrhunderts ist sie jedoch so baufällig, dass sie zwischen 1894 und 1898 bis auf den Chor und die Grundmauern abgetragen wird. Für den Neubau, der dem alten Bau bis auf den Turm ähnelt, zeichnet Richard Jordan verantwortlich, der auch das benachbarte Karmelitenkloster Döbling errichtet. Des Weiteren sind an dem Neubau Josef und Martin Schömer beteiligt. Bei der Pfarrkirche Heiligenstadt handelt es sich um eine neugotische Staffelkirche. Im Inneren fällt der erhaltene gotische Chor auf. Aus der barocken Umgestaltung der Kirche bleibt lediglich jener Seitenaltar erhalten, der dem heiligen Sebastian geweiht ist. 1781 wird knapp neben der Pfarrkirche St. Michael die Heiligenstädter Mineralquelle wiederentdeckt. Ein Anrainer, Johann Baptist Burger, der an Rheuma leidet und das Wasser selbst probiert, lässt die lange Zeit ungenutzte Quelle fassen und in seinen Garten leiten, erbaut ein Badehaus und übergibt dieses der Öffentlichkeit. Dr. Johann Klinger führt 1784 eine Analyse des Wassers durch. Das Gutachten ergibt, dass das Bad gegen Rheuma, Haut- und Leberleiden empfohlen werden kann. Johann Baptist Burger lässt das Bad zu einem öffentlichen Heilbad ausbauen. Dem Badehaus wird ein Gasthof angegliedert, ein Garten mit Laubengänge, Lusthäuschen, Lagerplätze, eine Kegelbahn und ein Teich mit Booten. Die Mineralquelle beschert Heiligenstadt einen großen wirtschaftlichen Aufschwung. 1809 verwüsten die Franzosen den Ort. So wird auch 1809 das Bad schwer beschädigt. 1811 kauft der Wiener Cafetier Franz Woller das verödete Bad und lässt es wiederherstellen. Der geschätzte Modearzt und Direktor des Allgemeinen Krankenhauses, Dr. Johann Peter Frank, empfiehlt seinen Patienten die Heilquelle. Nun setzt ein richtiger Sturm auf das Bad ein. Eine neue Straße über die Hohe Watte führt von Döbling nach Heiligenstadt.
Wohler führt einen regelmäßigen Stellwagenverkehr von der Freiung nach Heiligenstadt ein. Bei Ball- und Konzertveranstaltungen werden zusätzlich Sonderwegen eingesetzt. Die Quelle lockt nun nicht nur Heilungsbedürftige an, sondern galt als fashionable. Im Biedermeier entwickelt sich Heiligenstadt zu einem Kurort, Baden bei Wien vergleichbar. Ist die Bedeutung des Weins zu Beginn des 19. Jahrhunderts immer noch sehr hoch, 30% der Flurfläche werden für den Weinanbau benutzt, ist aus dem Hauerdorf jetzt ein Badeort geworden. In einem Wanderführer aus dem Biedermeier, dem Werk Wiens Umgebung auf 20 Stunden im Umkreis von Adolf Schmiedl aus dem Jahre 1835, wird diese Heilquelle erwähnt. Ein gewisser Johann Burger fand darin Heilung von Gliederschmerzen und ließ zur Dankbarkeit die Quelle reinigen, fassen und in seinen Garten bei dem jetzigen Badehaus leiten. Schon 1784 verfasst Dr. Klinger eine Analyse der Quelle, Dr. Johann Klinger Beschreibung der Eigenschaften und Wirkungen des Heiligenstädter Badewassers, Wien 1791, von der die böse Welt freilich behaupten wollte, dass man der Kraft des Wassers durch hineingeworfene Eisengitter zu Hilfe gekommen sei. Zu den prominenten Gästen des Heiligenstädter Bads gehören über die Jahre neben Beethoven unter anderem auch Grillparzer, Feuchtersleben, Schubert und Schwind. Beethoven wohnt mehrmals in Heiligenstadt, unter anderem auch im Haus Probusgasse 6. Hier verfasste er am 6. Oktober 1802 das sogenannte Heiligenstädter Testament. ...1832 erwirbt Karl Schweier das Bad. 1845 kommt das Bad an Josef und Leopoldine Kugler, die noch eine Schwimmschule mit gedeckter Halle und vor dem Bad ein Gasthaus errichten. Bei einem Volksfest 1846 dirigiert Johann Strauss Sohn das Orchester und spielt seine Heiligenstädter Rendezvous-Polka. Infolge der Donauregulierung 1870 bis 1875 liefert die Quelle aufgrund der Absenkung des Grundwasserspiegels immer weniger Wasser und versiegt schließlich. Das Video »Der lange Weg zur Donauregulierung« beschäftigt sich eingehend mit der Vorgeschichte der Planung der Donauregulierung, bis es tatsächlich zur Regulierung der Donau im Bereich von Wien kommt. Am 25. April 1900 erwirbt die Gemeinde Wien den Grund des ehemaligen Heiligenstädter Bades, auf dem sie den Heiligenstädter Park anlegt. 1977 werden im südlichen Bereich des Heiligenstädter Parks Teile der ehemaligen sogenannten Rothschildgärten mit einbezogen. In den 1860er Jahren erwirbt Nathaniel Meyer, Freiherr von Rothschild, ca. 80.000 Quadratmeter große Flächen auf der Hohen Warte. Darauf lässt er im südlichen Bereich einen Gärtnereibetrieb mit Glashäusern errichten und den nördlichen Bereich zu einem in englischen Stil gehaltenen Park umgestalten. Sein Neffe Alfons von Rothschild führt die Anlage weiter. Unter seiner Ägide werden die Gärten auf der Hohen Warte weltweit bekannt. Das Ensemble besteht aus einer umfangreichen Parkanlage und einer stattlichen Villa, von der man fast ganz Wien überblicken kann. In den teilweise mit Korridoren verbundenen Glashäusern befinden sich unzählige Blumen aus allen Teilen der Welt. Zur Blütezeit der Orchideen ist der Orchideenpark öffentlich zugänglich. Den Erlös, den die Familie durch die Eintrittskarten erzielt, spendet Rothschild der Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft. Im Zweiten Weltkrieg wird die Anlage durch Bombenangriffe schwer in Mitleidenschaft gezogen. Das eingeschossige Portierhäuschen ist das einzige erhaltene Gebäude der Rothschildgärten und steht unter Denkmalschutz. Die auf dem Gelände beschäftigten englischen Gärtner gründen am 22. August 1894 den ersten österreichischen Fußballverein, den First Vienna Football Club. Da das Spiel dem Rasen im Park nicht zuträglich ist, kauft Rothschild eben eine zusätzliche Wiese für das Hobby seiner Mitarbeiter. 1898
wird der von Otto Wagner gestaltete Bahnhof Wien-Heiligenstadt als Umsteigebahnhof zwischen der 1870 eröffneten Kaiser-Franz-Josefs-Bahn und der Wiener Dampfstadtbahn eröffnet. Als die Franz-Josefs-Bahn 1870 Wien erreicht, existiert in Heiligenstadt noch keine Bahnstation. Im Zuge der Detailplanung für die Wiener Dampfstadtbahn entscheiden sich die Planer, im Norden der Hauptstadt deren Vororte-Linie, Gürtellinie und Donaukanallinie miteinander sowie mit der Staatsbahn zu verknüpfen. So entsteht bis zur Inbetriebnahme am 11. Mai 1898 ein großer Eisenbahnknoten. Das große Heiligenstädter Aufnahmegebäude gestaltet, wie alle anderen Stadtbahnstationen auch, der Architekt Otto Wagner, das bereits im Oktober 1895 baulich fertiggestellt ist. Von der Wiener Dampfstadtbahn enden gleich drei Strecken in Heiligenstadt. Die Vororte-Linie, die Gürtellinie und die Donaukanallinie. 1925 fährt dann die Wiener elektrische Stadtbahn auf zwei Wegen nach Heiligenstadt, die in den 1970er und 1980er Jahren schließlich in der U-Bahn Wien aufgehen. Die ehemalige Vororte-Linie gehört seit 1987 zur S-Bahn. Die Geschichte der Dampfstadtbahn erzählt das Video Wiener Stadtbahn von den Anfängen bis 1924-1925 und das Video Wiener elektrische Stadtbahn beschäftigt sich mit der Wiener elektrischen Stadtbahn bis zum Ausbau der U-Bahn ab dem Jahre 1969. Nach dem Ersten Weltkrieg beginnt die sozialdemokratische Stadtregierung in den Jahren des Roten Wien von 1919 bis 1934 auch in Heiligenstadt den sozialen Wohnbau zu forcieren, um die elenden Wohnverhältnisse der Arbeiter zu verbessern. So entsteht auf der ehemaligen Hagenwiese, einem Gelände, das bis ins 12. Jahrhundert ein schiffbarer Donauarm ist, von dem im 18. Jahrhundert nur mehr Tümpel übrig sind, die auf Veranlassung des Kaiser Josef II. Zugeschüttet werden und später von Gärtnereien genutzt wurden, der riesige Karl-Marx-Hof. Zwischen 1927 und 1930 wird die Anlage vom Otto-Wagner-Schüler und Stadtbaumeister Karl Ehn mit 1.382 Wohnungen errichtet. Auf einer Fläche von mehr als 156.000 Quadratmeter werden lediglich ca. 29.000 Quadratmeter verbaut, den Rest bilden zwei gartenähnlich gestaltete Innenhöfe und die Parkanlage 12. Februarplatz. Der Karl-Marx-Hof ist sicher der repräsentativste und bekannteste kommunale Wohnbau der Stadt. Er ist das Paradebeispiel für den sozialen Wohnhausbau der Gemeinde Wien in der Ersten Republik und wird zur Bauzeit in seiner Konzeption als revolutionär angesehen. Die Anlage verfügt über zwei Zentralwäschereien, zwei Badeanstalten mit 20 Wannen und 30 Brausen, zwei Kindergärten, eine Mutterberatungsstelle, ein Jugendheim, eine Bibliothek. Eine Zahnklinik, eine Krankenkassenstelle mit Ambulatorium, eine Apotheke, ein Postamt, mehrere Arztpraxen und Kaffeehäuser sowie Räumlichkeiten für politische Organisationen und 25 Geschäftslokale. Im Dezember 1929 kommt noch die Beratungsstelle für Inneneinrichtung dazu. Die offizielle Eröffnung der Anlage findet am 12. Oktober 1930 statt. Dabei spricht Bürgermeister Karl Seitz die bewegenden Worte: Wenn wir einst nicht mehr sind, werden diese Steine für uns sprechen. Bedeutung erlangt der Karl-Marx-Hof kurze Zeit später durch den Februaraufstand 1934. Im Februar 1934 ist der Karl-Marx-Hof ein Zentrum des Widerstandes gegen den Austrofaschismus. Am 12. Februar versucht die Polizei vergeblich, die Anlage zu besetzen. In den Abendstunden werden starke Bundesheerverbände und eine große Schutzkorpseinheit zur Unterstützung herangebracht. Am 13. Februar 1934 werden um 1 Uhr früh die ersten Artilleriegeschosse gegen den Karl-Marx-Hof abgefeuert. Am Vormittag setzt der systematische Beschuss ein. Unter dem Schutz von Maschinengewehrfeuer erfolgt der Sturm auf den Gebäudekomplex, bei dem auch Panzerwagen zum Einsatz kommen. Die Kämpfe dauern bis in die Vormittagsstunden des 15. Februar.
Dann ziehen sich die letzten Verteidiger vor der erdrückenden Übermacht zurück. Auf das von den Sozialdemokraten regierte Wien in den Jahren 1819 bis 1934 geht das Video Das Rote Wien 1919 bis 1934 ausführlich ein. Der Februaraufstand 1934 wird in dem Video Februaraufstand 1934 ausführlich dargestellt. Josefsdorf schließt an das nordwestliche Ende von Heiligenstadt an. Der Grundstein von Josefsdorf wird 1628 von den Kamertulensern, einem katholischen Eremitenorden, der ursprünglich aus Italien stammt, gelegt. De facto besteht die Siedlung zunächst nur aus einem Kloster. Die Eremitage der Kamertulenser gleicht einem kleinen Dorf. Um eine Kirche und zwei Höfe gruppieren sich zwei Reihen mit je 16 Zellen. Die Eremitage auf dem Kahlenberg wird am 14. Februar 1782 durch Josef II. Aufgelöst. Im Anschluss ersteigert der Hofkriegsrat Edler Leopold von Kriegel die Liegenschaft. Die bestehenden Gebäude werden von Kriegel an Privatpersonen verkauft und Gründe als Bauplätze abgegeben. Kriegel errichtet in der ehemaligen Krankenhausabteilung ein Gasthaus. Die entstandene kleine Siedlung erhält 1784 zu Ehren Kaiser Josef II. Den Namen Josefsdorf. Zeitgleich entsteht der Waldfriedhof, der Kahlenberger Friedhof. Im Laufe der Zeit werden hier neben Katholiken auch ein paar Protestanten, griechisch-katholische Christen und Selbstmörder beigesetzt. Nach der Inbetriebnahme des Zentralfriedhofs werden die Beisetzungen am Kahlenberg weitgehend eingestellt. Im Jahr 1789 geht Kriegel in Konkurs. Im Anschluss übernimmt der niederösterreichische Religionsfonds bzw. das Stiftkloster Neuburg die Kirche samt den dazugehörigen Grundstücken. Später kommt das Anwesen in den Besitz des Fürsten Johann von und zu Liechtenstein. 1809 wird die Siedlung Josefsdorf dem Kahlenberger Dorf zugeordnet und wird vom Kahlenberger Dorf mitverwaltet, bis es 1892 nach Wien eingemeindet wird. Ab 1906 sind die Resurrektionisten Besitzer der Kahlenberger Kirche und des Friedhofs. Seither finden nur noch Ordensangehörige hier ihre letzte Ruhe.